Alter, was geht ab, Leute? Wir testen heute ein paar gehypte Münchner Foodspots. Die sieht man gefühlt bei jedem Münchner Foodblogger gehabt. Drei Spots habe ich mir rausgesucht. Kamera halte ich schräg, weil das ist auch irgendwie gerade voll in bei diesen Insta-Girls. Die filmen immer so. Digga, geht anders hart auf den Arm. Vor allem, wenn man aus dem Gym kommt. Die Lane, die ich mir rausgesucht habe, echt wie Copy-Paste, Mann. Ctrl-C, Ctrl-V, Mann. Jeder Foodblogger in München war dort, postet das, hyped es. Schauen wir mal, was die können. Erster Spot, Leute, vegane Sandwiches. Letztens erst neu aufgemacht, aber ja, ist halt vegan, Mann. Ich dachte mir, ich bin eh ein bisschen voreingenommen. Schau mal da nicht vorbei. Aber jetzt für so ein Video kann man es ja mit reinnehmen. Ich bin gespannt, ja, typische Foodblogger kommen halt mit diesem, womöglich die besten Sandwiches der Stadt. Ich bin offen. Hey, wenn die schmecken, dann schmecken die. So. Stimmung war gut, was man so gesehen hat. Die haben sich Mühe gegeben. Das Brot wurde, nachdem es verpackt war, nochmal warm gedrückt in diesem Teil da. Also Stimmung, Leute waren nett. Preis aber auch, ich muss jetzt das noch natürlich abchecken, aber 10 Euro und 12 Euro für ein Sandwich ist schon viel. Vor allem, wenn Leute sich über 8 Euro Döner beschweren, muss man ja immer in Relation sehen. So, interessant. Wir haben schon mal geteilt. Ich habe einen Philly Cheese. Ich glaube, das ist Philly Cheese und einen Kebab, natürlich. Boah, sehr dickes Brot. Muss man mögen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Sandwich hat Geschmack. Ja, das schmeckt nach Sauerkraut. Bevorzuge ich was anderes? Ja. Ist es lecker? Ja. Ist es den Preis wert? Wahrscheinlich nicht. Brot soll das Besondere sein, das ist da. Alles gutes Brot. Ja, okay. Dann kannst du machen, auf jeden Fall. So. Das sieht doch aus wie Kebab. Sieht echt wie Kebab aus, okay? Bin gespannt. So. Bisschen schwer zu essen, weil hier offen ist. Das hat Potenzial. Abgesehen von der Joghurtsoße. Ich weiß nicht, was da drin ist. Schmeckt zu stark Minze. Ja, Mann, da. Mein Gott. Aber das geht nicht. Kann man tatsächlich machen. Ich habe herausgefunden, was ich nicht an dem Döner mag, Leute. Frischkäse. Ihr wisst, ich mag Frischkäse nicht. Yes. Genau das ruiniert den. Ich erinnere mich wieder. Das Kranke ist, das war kein Seitan oder so. Das waren Pilze. Den Laden hype ich. Aber da gab es nur eine Pinkelpause jetzt gerade. Bisschen Tabak noch besorgen. Fazit. Hype, vegane Sandwiches, Breadbox. Die waren lecker. Ich hätte mir auf jeden Fall nur einen holen sollen. Auch wenn ich zwei gebraucht habe und ich Hunger hatte. Aber die haben halt keine Proteine. Ich hätte nur einen für den Geschmack für Video holen sollen. Und zu Hause mich mit Protein vollstopfen sollen. Bisschen teuer, aber ich meine, Veganer haben jetzt nicht so viel Auswahl. Ich denke mal, die sind bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, um dann so ein gutes Sandwich vegan zu bekommen. Ja, ich will nicht sagen overhyped, weil der ist an sich schon lecker, aber ja, einfach nicht meine Bubble. Studio of Wonders. Sehr gute Date-Location. Ich war da in Berlin. So, hier irgendwo ist der nächste gehypte Spot. Ich weiß aber noch nicht genau wo. Da haben wir ihn. Ihr wisst, ich finde Matcha overhyped. So,
7 Euro für dieses kleine Getränk. Also Real Talk, ich würde mir lieber doppelt so großen Bubble Tea für 4,99 holen, Mann. Ich habe ja gesagt, da hinten Studio vorne, das gute Date Location. Davor, danach kann man die hierher bringen. Aber mir schmeckt das so gar nicht, Mann. Null. Oder da, New Asian Café. Da kann man das Date auch hinbringen. Das kommt sicher gut. Also Real Talk. Ich glaube, wenn ich das jetzt exen würde, ich würde, glaube ich, kotzen. Also ich hätte lieber das gar nicht gekauft und für die 7 Euro mir 2 Packungen Shisha-Tabak noch mehr extra gekauft. So, und natürlich gibt es auch Nachspeise. Wir sind hier am Viktualienmarkt. Da gibt es nämlich irgendeinen Pop-Up-Store. Der König des Baklavas. Irgend so ein krasser Baklava-Typ aus so einer Kette aus Istanbul. Und das wird hier so krank gehypt. Ich habe schon die Preise gesehen, Mann. Umgerechnet irgendwie ein Baklava 4-5 Euro oder so. Ein Stück, Mann. Ich war ja auch in Istanbul und ich war auch bei irgendeinem gehypten Baklava-Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieselbe Kette war. Aber dieser Baklava-Mann, diese Kette, ja, die waren auch bei Galileo und so. Shit, das ist der Laden, Leute. An dieser Stelle Cut, wir sehen uns morgen. In der letzten Folge von Hong Tested Top Münchner Hype Spots. Da hatten wir ja so einen veganen Sandwichladen, der war okay. Gehypter Matcha, nicht mein Fall. Und jetzt so der König des Baklava, bekannt aus ProSieben steht da sogar. Ich weiß nicht, wie frisch das verpackt wird, aber das sieht jetzt nicht so frisch aus, wie ich es erwartet hätte. Also ich kenne es ja nur von meinem Dönermann. Frisches Blech und so, was? So, schauen wir mal. Ja, das hat 13 Euro gekostet für 4 Stück. Das sind umgerechnet 3,25 für eins. Digga, wieso ist hier alles auf Chinesisch, Mann? Die nennen sich auch Premium. Also, ja, man kann es wahrscheinlich nicht mit Alltagsbaklava vergleichen. Also vom Geschmack her wird Alltagsbaklava, ich erwarte, besser sein. Aber es ist halt so, weiß ich, so geschenkmäßig. Ich meine, Asiaten verschenken auch so teuges Obst zu besonderen Anlässen. Vielleicht ist es eher dafür gedacht, als jetzt einfach so zum Snacken. Bei 3,25 pro Baklava ist ja krank. Ich zahle hauptsächlich für diese Verpackung, Mann. Okay. We are committed to becoming a bridge opening to the world through our historical baklava. With its unique taste in all times, through passing our traditions and values from generation to generation since 1843. Naja. Also mein Dönermann schenkt mir ab und zu einfach so Baklava. Lecker, saftig. Digga, der war so teuer. Ich muss alle Reste verwenden. Sehr lecker. Schön knusprig. Schön saftig. Man schmeckt die ganzen Schichten. Also schmecken tut's auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt nicht sagen, hey, das war das beste Baklava meines Lebens, Mann. Sie schmecken alle ziemlich ähnlich. Yo, ich gebe mir gerade ein neues Video von Nico Way. Ich war kurz vor dem Angriff der Hamas in Tel Aviv. Also Real Talk, Kuss geht raus. Aber gewagter Titel, Mann. Also aus Nico ist ein wirklicher YouTuber geworden. Also ja, nicht Clickbait, aber Schlagwörter
Ich weiß nicht, ob ich so wählen würde, diesen Titel. Ansonsten am Wochenende war UFC ein starkes Event. Ja, Alexander Volkanovski K.O. gegangen. Tschu. Kein Happy End für ihn, kein Double Champ, Champ, Champ Status. Und sonst am Wochenende, ich scroll so durch Instagram, ich sehe wieder ganz viele auf Instagram, auf meinem Feed, die posten, machen Werbung für diesen Baklava-Laden. Mein Gott, 3 bis 4 € für ein Stück Baklava. Und für diesen Matcha-Laden. 7 € für so einen kleinen Becher. Nur, Digga, das ist 90% Milch. Ja, was soll ich sagen? München hat so eine Schwäche für gehypte Sachen, die preis-leistungstechnisch es nicht drauf haben. Und irgendwie zündet das immer in München. Echt nicht mein Ding, ey. Sorry. Was soll ich sagen? Was soll ich machen, ey? Ja, das war's von mir und den 3 momentan gehyptesten Spots in München. Ihr wisst Bescheid, über Like, Subscribe, kommentiert. Checkt die Videos, folgt mir gerne auf Instagram. Investiert Bitcoin, die ich im Crow. Crypto Cash, wir gehen jeden Tag tracken. See you, bis und ciao.